Hey Leute, herzlich willkommen und viel Spaß bei unserer Karlchen-Knackgeschichte. Karlchen geht K.O. Mal sehen, was passiert. Oh, mein Bauch. Oh, ich habe so einen Kohldampf. Die Küche hier sieht ja völlig ausgestorben aus. Ich guck mal, was noch im Kühlschrank lagert. Jetzt, wo Carla schwanger ist, isst sie das ganze gute Zeug immer vor mir weg. Und vor allem den Kuchen. Naja, mal schauen, was wir hier drin noch haben. Oh nein, es ist so schlimm. Er ist leer. Ah, verdammt, wo kriege ich jetzt was zu mampfen her? Was ist denn das da oben? Ich glaub's ja nicht, Carla hat wohl Kekse gebunkert. Und sie denkt wohl, ich sehe die nicht oder komm nicht ran. Aber ich wäre ja nicht Karlchen Knack, wenn ich das Problem nicht lösen könnte. Ah, gleich bin ich dran. Gleich. Ach, ein Stückchen. Okay, ich hab sie. Ich hab sie ein Stück noch. Oh, das ist aber sehr interessant, was in diesem Babyratgeber steht. Oh je, ich hab schon wieder Hunger. Oh, vielleicht holt mir Karlchen ja was, wenn ich lieb frage. Du, Karlchen, ich hab Hunger. Könntest du mir bitte etwas zu essen aus dem Kühlschrank holen? Warum antwortet der denn nicht? Karlchen, wo bist du denn? Das ist aber seltsam. Sonst antwortet er immer und erzählt irgendwelche Ausreden, von wegen er sei gerade auf Toilette oder so. Ich sollte besser mal nachschauen. Nicht, dass doch nochmal irgendetwas passiert ist. Opa! Opa! Hier scheint Karlchen auch nicht zu sein. Opa, jetzt komm doch mal bitte raus. Hoch, Carla, was machst du denn hier? Tut mir leid, Mausebein. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du reingekommen bist. Bin gerade dabei, ein wenig an der Klonmaschine rumzubasteln, damit sie nächstes Mal reibungslos funktioniert. Also, Liebling, was kann ich denn für dich tun? Ich suche Karlchen. Er antwortet nicht auf mein Rufen. Hast du ihn vielleicht gesehen? Karlchen? Nein. Den habe ich heute noch gar nicht gesehen. Bestimmt ist er in der Küche auf der Suche nach einem Stück Kuchen, der alte Nimmersatt. Schau doch da mal nach. Ach so. Okay, Opa, danke. Ich versuch's dann mal in der Küche. Karlchen, Karlchen, sag mal, bist du hier irgendwo? Karlchen, Karlchen, wo bist du denn? Etwa im Bad? Nanu, warum ist denn der Kühlschrank offen? Ah, Karlchen, du wolltest wohl mal wieder naschen. Beim nächsten Mal kannst du ruhig den Kühlschrank wieder zumachen. So, schon viel besser. Und nun zu dir, Karlchen. Nanu, was ist denn das? Oh mein Gott, Karlchen! Ach, herrje, was ist denn passiert? Ich habe auf einmal was auf den Kopf gekriegt. Karlchen, Karlchen, bist du wach? Alles in Ordnung mit dir? Wie geht's dir? Wo bin ich? Und wer sind Sie, gute Frau? Was? Karlchen, ich bin's doch. Carla! Entschuldigen Sie, junge Frau, kenne ich Sie? Carla? Carla wer, bitte? Mensch, Karlchen, jetzt lass die Späße. Ich nehm dir nicht übel, dass du die Keksdose plündern wolltest. Da ist nämlich nichts mehr drin. Ich war schneller. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie da enttäuschen muss, aber ich habe nicht den leisesten Schimmer, wovon Sie sprechen. Welche Keksdose meinen Sie? Wer ist dieser Karlchen? Und vor allem, wo bin ich hier eigentlich? Hör auf damit, Karlchen. Das ist nun wirklich nicht mehr witzig. Du weißt ganz genau, dass du hier zu Hause bist. Also hör gefälligst auf mit deinem Spiel. Bitte entschuldigen Sie, ich meine das überhaupt nicht böse, aber ich kann mich überhaupt an nichts erinnern. Sie sagen also, das hier ist mein Zuhause? Schön ist es ja schon. Dann bin ich also dieser Karlchen, von dem Sie sprechen? Interessant. Du meinst, du erinnerst dich wirklich nicht, wer du bist? Oh je, das muss ein ganz schöner Schlag mit der Keksdose gewesen sein. Am besten, wir gehen einmal zu Opa. Der kann sich die Sache einmal genauer ansehen. Wenn ich hier also wohne, wer sind dann Sie? Ich bin Carla, deine Ehefrau. Das reicht jetzt. Wir gehen sofort runter in die Werkstatt. Aber nicht doch, gute Frau. Bitte setzen Sie sich wieder. Bitte regen Sie sich nicht auf. Hä?
Was? In Ihrem Zustand sollten Sie sich nicht aufregen. Sie sind ja offensichtlich schwanger. Denken Sie an das Kind. Was würde nur der zukünftige Vater davon halten? Aber Karlchen, du bist doch... Ach, herrje, der neue Karlchen ist ja total anders. Es ist schön, dass er so zuvorkommend ist, aber so ist er fast unheimlich. Wir müssen unbedingt zu Opa. Vielleicht kann er etwas Genaueres rausfinden. Entschuldigen Sie, ist das wirklich nötig? Ja, natürlich. Wie soll ich denn sonst herausfinden, was mit dir los ist? So einen interessanten Fall habe ich nicht alle Tage. Nicht wahr, Karlchen? Woher kennen wir uns denn, wenn ich fragen darf? Tja, Mausebein, genau wie ich es mir dachte. Es handelt sich hierbei um einen klassischen Fall der Amnesie. Karlchen hat keine Ahnung, wer er ist, wer du bist oder wo er ist. Was? Amnesie? Aber das kriegst du doch wieder hin, Opa, oder? So viel Kram, wie du hier herumliegen hast, Opi, wirst du doch bestimmt Karlchen wieder dazu bringen, sich zu erinnern, oder? Aber wie stellst du dir das denn vor, Liebling? Das Gehirn und Erinnerungen sind ein heikles Thema, da kann ich nicht einfach eingreifen. Was? Aber Opa, was machen wir denn sonst? Karlchen kann doch nicht immer so bleiben. Der neue Karlchen ist nicht mein Karlchen. Das glaube ich dir doch, Liebling. Aber ich denke, wir sollten einfach warten. Mit der Zeit werden seine Erinnerungen schon ganz von alleine wiederkommen. Vielleicht könnten wir ihm eine Art besonderen Anreiz geben, dass er die Erinnerungen wiederbekommt. Oh, wirklich? Dann entschuldigt mich mal einen Moment. Ich habe da eine Idee, womit wir ihn wecken können. Karlchen, schau doch mal, was ich hier habe. Schau doch nur, wie viel Sahne auf dem Kuchen ist. Sie scheinen eine sehr gute Bäckerin zu sein, junge Frau. Die riecht wirklich köstlich. Aber ich muss Sie da enttäuschen. Ich war noch nie so der Kuchenfan. Was? Siehst du, Opa? Das ist nicht mein Karlchen. Er mag überhaupt keinen Kuchen. Wir müssen was tun. Okay, Carla, ich stimme dir zu. Uiuiui. Bleibt nur die Frage, was? Irgendwas müssen wir doch machen können, Opa. Ich weiß auch nicht, Liebling. Mit so etwas hatte ich es noch nie zu tun. Oh Mann, das tut mir aber leid. Ich wollte doch hier keine Umstände machen. Bevor die sich noch weiter streiten, werde ich lieber gehen. Aber vorher, irgendwie juckt es mich total unter dieser Mütze hier. Ich nehme die lieber ab. Ah, viel besser. Freiheit für die Haare. Okay, na, dann werde ich mal. Ja, das wäre eine Idee. Also das könnten wir zumindest mal probieren. Nanu, Carla, wo ist Karlchen hin? Was? Er ist weg? Karlchen! Oh Mann, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich wollte dir noch keine Umstände bereiten. Ich hoffe, die beiden können ihren Streit zur Seite legen und ihren echten Karlchen finden. Aber da bleibt dann immer noch die Frage, wer ich bin. Aber vorher muss ich noch dringend was erledigen. Ja, es ist wirklich sehr lecker, obwohl es Fastfood ist. Ah, da vorne ist es. Ich muss mich beeilen. Ja, wirklich. Und nicht wahr, es ist wirklich nicht teuer. Apropos teuer, ich sollte vielleicht mal bezahlen. Nanu, wo ist denn meine Tasse? Entschuldigen Sie, junge Frau. Hier ist Ihre Tasche. Sie sollten wirklich besser darauf Acht geben. Sie stand hier ganz unbeaufsichtigt rum. Soll ja viele Taschendiebe geben. Oh, vielen lieben Dank. Das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Solche Leute findet man ja heutzutage selten. Ach, Ivo, das ist meine Pflicht als guter Bürger. Vielen lieben Dank nochmal. Kann ich Sie vielleicht als kleines Dankeschön zum Essen einladen? Ach, das ist wirklich furchtbar nett, aber überhaupt nicht nötig, danke. Ich werde mir einfach beim Imbiss jetzt was holen. Schönen Tag noch. Ein Hotdog, der Herr. Es kommt sofort. Einen Moment bitte. So, ich mach die direkt heiß. Das riecht aber gut hier. Oh ja, ein Hotdog. Ja, so einen will ich auch. So, hier ist noch ein Klacks Ketchup. So, hier ist Ihr Hotdog. Frisch und heiß. Das macht dann bitte 2,50. Lecker. Okay, 2,50. Ja, kommt sofort. Hä? Oh nein, ich habe gar kein Geld dabei. Ach, keine Sorge, ich übernehme das für Sie. Was, wirklich? Das würden Sie tun? Natürlich, Sie freuen sich doch schon so darauf. Und es wäre schade um den Hotdog. Wenn das so ist, vielen, vielen Dank. Sie sind wirklich ein freundlicher Mensch. Dankeschön. Sowas ist heutzutage wirklich selten. Schönen Tag noch. In Ordnung, also ich hätte dann auch gerne einen Hotdog, bitte. Jo, bitteschön. Super, danke. Hier, bitteschön. Den Rest können Sie behalten als Trinkgeld. Wow, so viel? Meine Herren, ist wirklich großzügig. Dankeschön. Ach, ich kann mir vorstellen, wie hart es ist, so einen Straßenstand zu führen. Von daher, verdient. Also dann, schönen Tag noch. Tja, solche Kunden wünsche ich mir mehr. Irgendwie kommt mir diese Gegend hier bekannt vor. Die Bandido City Bank. Irgendwas kribbelt da. Oh, was sehe ich denn da? So, noch fix abschließen und dann ab nach Hause. Schnell hin. Vorsicht, bitte.
Sie haben da gerade Geld verloren und nicht mal wenig, wie es aussieht. 500 Playmo-Dollar. Hier, bitteschön, der ist Ihrer. Ach hey, der muss nur gerade aus dem Portemonnaie gefallen sein. Mann, oh Mann, vielen Dank, echt nett. Ach, keine Ursache. Das ist doch die Pflicht eines jeden guten Bürgers. So jemanden wie Sie könnten wir wirklich in der Bank gebrauchen. Sie suchen nicht zufällig einen Job? Wir bräuchten da jemanden für den Schalter. Also ich weiß nicht genau, ob ich schon eine habe, aber ich sag mal, wer könnte nicht ein bisschen mehr Geld gebrauchen, oder? Ja, prima, dann hätten wir die Sache ja geklärt. Also dann, morgen früh um 8. Ich freue mich drauf. Und wenn es geht, bitte im Anzug erscheinen, ja? Dann bis morgen früh. In Ordnung, dann bis morgen früh um 8. Mann, oh Mann, wer hätte gedacht, dass ich so schnell einen Job finde? Okay, es ist 5 vor 8. Ich bin super pünktlich für meinen ersten Arbeitstag. Ich hoffe doch, dieser Anzug hier ist ausreichend für einen Job bei der Bank. Na dann, los, los. Ich will einen guten ersten Eindruck machen und pünktlich kommen. Ach ja je, ist das dann nicht Karlchen bei der Bank? Oh nein, der will doch bestimmt wieder in die Bank einbrechen. Ich muss ihn aufhalten. So, na dann gehe ich mal rein, meinen ersten Arbeitstag begrüßen. Halt, stopp, Karlchen. Na nun, Sir, kennen Sie mich? Haha, guter Versuch, Karlchen. Meinst du, nur weil du keine Mütze trägst, würde ich dich nicht mehr erkennen? Und jetzt dreh am besten wieder rum. Ich habe dir gesagt, du sollst die Füße stillhalten. Und ich weiß ganz genau, dass du die Bank ausrauben willst. Also. Tut mir leid, wenn ich Sie da enttäuschen muss, Herr Polizist, aber ich fürchte, ich bin nicht der, von dem Sie sprechen. Karlchen, hör auf mit der Maskerade. Ich weiß, dass du es bist. Na, das mag ja sein, aber ich habe gestern wohl was auf den Kopf bekommen und darum erinnere ich mich an gar nichts mehr. Ha, du bist wirklich nie um eine Ausrede verlegen, Karlchen. Los, komm mit, ich bring dich zu Carla. Die wird dir da mal die Wahrheit sagen. Ja, vielleicht. Das kann ja sein, aber... Ah, da sind sie ja. Super. Pünktlich wie ein Uhrwerk. Och, Herr Räuberschreck, Sie auch hier. Ja, ja. Guten Morgen, Herr Bankdirektor. Genau, es geht um diesen Mann hier. Er ist... Richtig, mein neuer Angestellter. Gestern erst aufgegabelt und fängt heute schon an. Mensch, so ein emsiger Mitarbeiter, wirklich. Vielen Dank, Herr Direktor. Also, wenn nichts weiter ist, Herr Räuberschreck, würde ich jetzt gerne die Bank öffnen. Also, kommen Sie mal mit, Herr... Wie ist eigentlich Ihr Name? Ich glaube Karl, aber ich weiß auch nicht. Also, nennen Sie mich einfach Karl. So gut, Karl. Dann lassen Sie uns mal anfangen. Schönen Tag noch, Herr Räuberschreck. Hä, was ist denn hier los? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Entweder hat Karlchen sich da einen grandiosen Plan ausgetüftelt oder die Sache mit dem Schlag auf den Kopf stimmt tatsächlich. Am besten, ich rufe mal Carla an. Oh, da ist mir wohl jemand zuvorgekommen. Toni, ein Glück gehst du ran. Es ist schrecklich, Toni. Es geht um Karlchen. Ja, ja, deshalb wollte ich auch anrufen. Karlchen steht hier gerade vor der Bank. Ist irgendwas Komisches passiert? Ja, Toni. Er hat einen Schlag auf den Kopf gekriegt. Weiß er einfach nicht mehr, wer er ist. Und es ist ein ganz anderer Karlchen geworden, Toni. Wir hatten einmal nicht hingeguckt. Und auf einmal war er weg, Toni. Carla, mach dir keine Sorgen, ich weiß, wo er ist. Karlchen ist hier bei der Pandido City Bank. Bei der Bank, sagst du, Toni? Oh, ein Glück. Dann ist er vielleicht wieder normal geworden. Carla, ich fürchte nicht. Er ist jetzt offensichtlich ein Bankangestellter, so mit Anzug und allem drum und dran. Was? Wirklich, Toni? Ach, herrje. Dann ist die Sache ja wirklich schlimmer, als ich dachte. Okay, Toni. Vielen lieben Dank. Wir machen uns sofort auf den Weg zur Bank. Bis bald. Ja, Jiminy, was da wieder los ist. So, hier sind Ihre 500 Playmo-Dollar. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ebenso. Der Nächste bitte. Der Nächste bitte. Alle Mann, die Hände hoch. Das ist ein Überfall. In diesem Fall würde ich Ihnen einen Kredit wärmstens empfehlen. Die Zinsen sind wirklich ausgezeichnet und... Das ist ein Überfall. Was? Oh nein! Na, mein Lieber, ist das wirklich nötig? Wenn du dringend Geld brauchst, dann such dir lieber einen Job und erarbeitest die auf legalem Weg. Herr, fromm zu faseln. Gib mir das Geld. Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich Sie nun hiermit zu Mann und Frau. Wir dürfen die Braut jetzt küssen. Feuer, offenbare das Gold. Na dann, Jungchen, lass uns die Hände reichen. Komm her, ich mach den Anfang. Ja, ja, ich habe aber keine andere Wahl. Oh, hoppla. Was? Ich war's nicht, ich war's nicht. Ich hätte schwören können. Was willst du denn schwören? Och, du heiliger Strohsack. Brechender Schleim. Mann, oh Mann, was die Leute sich alles einfallen lassen. Ich bin kein Schleim. Also zumindest nicht nur. Ich bin Slime, ein Geist. Oh, was? Ich hatte einen fürchterlichen Albtraum. Und ich sehe, läuft er immer noch. Los, jetzt gib mir endlich das Geld. Sonst muss ich Gewalt anwenden. Okay, Kumpel, ich sag's dir nur noch einmal im Guten. Ich arbeite in dieser Bank, also verschwinde hier sofort. Hä, wie, was? Ich hab die Waffe. Du drohst mir nicht. Na, warte du. Hä, was hat der denn vor?
So, Kevin, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Nein, nein, bitte, bitte, bitte nicht. Ah. Also wirklich, will ja meine Bank überfallen. Das mit einer Spielzeugpistole, also echt. Um Kevin brauche ich mir wohl keine Sorgen mehr machen. Die Polizei holt ihn da später schon raus. Und ein bisschen Beute habe ich auch noch abgegriffen. Super. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Warum zum Geier habe ich diesen Fummel hier an? Ich werde mich mal fix umziehen. Besser. Aber eine Sache fehlt noch. Mein Kopf ist so kalt. Zum Glück habe ich immer eine Ersatzmütze dabei. Oh, wohlig warm. Okay, jetzt nix wie weg hier. Ich muss die Beute schnell zu Carla bringen. Okay, hier soll Karlchen irgendwo sein. Laut Tonis Aussage. Aber ich sehe ihn nirgendwo. So, Leute, hat Spaß gemacht. Aber ich muss jetzt gehen. Seht's mir nach. Ich muss die Beute zu meiner geliebten Frau bringen. Nanu, Karlchen. Carla. Oh, Karlchen. Oh mein Gott, endlich habe ich dich wieder. Kannst du dich wieder erinnern? Oh, und ob ich das kann. Und schau mal, was ich Schönes für uns erbeutet habe. Karlchen, mach sowas nie wieder. Verstanden? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ja, Carla. Mache ich, versprochen. Wenn du mir versprichst, irgendwo eine Notration Kekse zu bunkern, wenn ich mal Hunger habe. Schließlich ist das alles nur passiert, weil ich Hunger hatte. Und wer hätte gedacht, dass ein kleiner Küchenunfall so ausarten kann? Oder Leute, was sagt ihr? Habt ihr schon mal irgendwas vergessen? Wenn ja, was? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert unseren Kanal. Dafür klickt ihr einfach links oben auf das runde Logo. Und wollt ihr direkt weiterschauen, klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Na dann, bis später.